Oft hielt der Prophet Reden, Interpretationen oder interpretierte Koranverse und Urteilssprüche während seiner Lebzeit und insbesondere der letzten Jahre, versuchte bestimmte Glaubensgrundlagen zu verdeutlichen für die Muslime. Und Fatima a.s. fasste all diese Reden, all diese Urteilssprüche zusammen und sammelte sie in einem Buch oder in einem Heft, das sich Mushaf Fatima a.s. nennt. Das Buch Fatima oder Mushaf Fatima. Viele sagen oder werfen uns vor, wir hätten einen zweiten Koran oder einen anderen Koran, aber nein. Mushaf Fatima war viel mehr eine Erläuterung von Koranversen oder eine Sammlung von Erläuterungen von Koranversen, enthält Ausschreibungen über die Lebensweise des Propheten, Urteilssprüche und so weiter und so fort. Und seht, zu welch ein Verlust hat die Ummah, haben die Muslime erlebt nach dem Ableben von Fatima. Denn auch dieses Buch, diese Sahiha, diese Sammlung ist mit ihr sozusagen in Verborgenheit gegangen und inshallah wird zur Erscheinung kommen, wenn der 12. Imam, möge Allah seine Erscheinung beschleunigen, von seiner Verborgenheit wiederkehrt.